Die pauschaldotierte Unterstützungskasse kennt ja grundsätzlich die Freivermögensanlage, Freianlage der Mittel. Es ist grundsätzlich alles möglich, nur eine gewerbliche Tätigkeit darf natürlich nicht ausgeführt werden, sonst würde die Steuerfreiheit der Unterstützungskasse verloren gehen. Aber grundsätzlich Freivermögensanlage, Freikapitalanlage, Freianlage der Mittel. Und eine dieser und die traditionell althergebrachte ist eben die Gewährung als Darlehen an das Unternehmer, an das Trägerunternehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit Gewährung Mezzaninkapital oder Zeichnung von Genussrechten, die schon durchgeführt wurden. Darlehensgewährung ist das Traditionelle. Und für das Darlehen wird auch ein Zins bezahlt. Der Zins erhöht oder vermindert natürlich nicht die Verpflichtung dem Arbeitnehmer gegenüber. Der Zins dient nur dazu, Aufwand steuerlich geltend zu machen und steuerlich der Unterstützungskasse zu überführen. Wäre zum Schluss zu viel Geld da, ist es natürlich möglich, dass der Unternehmer diese Liquidität wieder rausholt, letztendlich im Unternehmen dann versteuert, aber wieder hat. Also durch den Zins geht dem Unternehmer nichts verloren, er verlagert nur Aufwand nach vorne. Das ist das Wesentliche der Darlehensgewährung.